Immobilienteilverkauf, was ist das? Ihr habt eine Immobilie und benötigt kurzfristig Geld, dann könnte für euch ein Teilverkauf eurer Immobilie in Frage kommen. In diesem Video erkläre ich euch, was ein Teilverkauf ist und welche Alternativen es dazu gibt. Grundsätzlich beschreibt ein Teilverkauf etwas ganz Einfaches. Ihr verkauft einen Teil eurer Immobilie, könnt aber trotzdem noch darin wohnen bleiben. Im Gegenzug müsst ihr dann allerdings eine Miete an den neuen Teileigentümer zahlen. Die Höhe dieser Miete hängt natürlich davon ab, wie hoch der Anteil des neuen Eigentümers an eurer Immobilie ist. Der Marktwert der Immobilie wird zuerst von einem unabhängigen Gutachter ermittelt. Auf dieser Basis wird dann das Angebot des Unternehmens oder auch des Teilkäufers, welcher den Teil eurer Immobilie kaufen möchte, entwickelt. Warum sollte man das tun? Der einfachste Grund, wie eben schon beschrieben, die Benötigung von Liquidität. Ihr könnt euch aussuchen, wie groß der Anteil an der Immobilie sein soll, den ihr verkaufen wollt, und erhaltet dementsprechend auch eine für euch passende Summe. Um den ganzen Abwicklungsprozess kümmern sich in aller Regel die Teilkäufer. Es gibt einige Unternehmen in Deutschland, die Teilkäufe anbieten. Auch wenn ihr dann nicht mehr alleiniger Eigentümer seid, erhaltet ihr ein sogenanntes Nießbrauchrecht, sodass ihr immer noch frei über die Immobilie entscheiden und verfügen könnt. Was spricht dagegen? Der Teilverkauf ist nur eine Möglichkeit, Liquidität aus einer Immobilie zu bekommen. Weitere gängige Alternativen sind beispielsweise ein Hypothekendarlehen oder ein Vollverkauf mit einem Nießbrauchrecht für euch. In aller Regel ist ein Hypothekendarlehen deutlich lohnenswerter als ein Teilverkauf. Denn hier bleibt ihr voller Eigentümer der Immobilie und zahlt das Darlehen zurück, statt Miete an den Teileigentümer zu bezahlen. Gerade in den heutigen Zeiten von extrem niedrigen Zinsen ist ein Darlehen in den meisten Fällen die bessere Alternative. Allerdings ist es im Gegenzug auch verständlich, wenn ihr sagt, dass ihr keine Schulden machen wollt oder ein Darlehen aus Bonitätsgründen nicht möglich ist. Macht euch außerdem bewusst, dass die Unternehmen sich grundsätzlich nicht an Modernisierung beteiligen. Solltet ihr also eine neue Heizung einbauen, erhöht ihr auch den Wert der Immobilie für den Teilkäufer, kommt aber alleine für alle Kosten auf. Letzten Endes ist es jedoch so, dass man sich alle Alternativen anschauen sollte. Hierfür solltet ihr euch Darlehensangebote und Angebote für Teilkäufe einholen. Rechnet dann beide Alternativen gründlich durch und entscheidet euch dann für den Weg, der zu eurer individuellen Situation besser passt. Sollten beide Optionen jedoch nicht für euch in Frage kommen, dann könnt ihr euch gerne bei uns für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zum Vollverkauf eurer Immobilie melden. Wir stehen euch gerne für Fragen zur Verfügung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.